Ja, meine Lieben, Thomas TV hat sich jetzt mal gemütlich gemacht. Schöne kleine Tische hier vom Rathaus unterm Turm. Und wir haben gesagt, wir schauen jetzt mal, was hier am Marienplatz ist. Mit der SPD und unserem schönen Olaf Scholz. Und wir werden dann hier noch mal schauen, wie die Menschen dann so reagieren auf den unseren lieben Olaf Scholz. Da haben wir schon ein riesen Plakat, gell? Zuerst haben wir gedacht, hier kommen nur ausgesuchte Leute rein. Aber die Leute dürfen hier frei rein, in diesen Area vor der Bühne, wo dann Scholz spricht. Allerdings werden sie durchsucht hier. Ja. Also man hat doch ein bisschen Angst vom Volk. Ja, wir werden dann sehen. Wir melden uns dann nochmal. Wir werden ein bisschen rumschauen und filmen hier auch am Stachus und später dann noch bei der Motschmann. Und ja, bis später. Ich möchte nicht, dass Sie filmen. Wir haben Pressefreiheit. Ja, und deswegen müssen Sie mich trotzdem nicht jetzt filmen. Ich werde hier stehen bleiben. Ja, das ist schon lustig, also was die ZDF-Leute von Pressefreiheit halten. Ist eigentlich ziemlich unverschämt, aber wir merken uns die Leute, weil wir dürfen es ja senden. Und die Frau schaut zwar ein bisschen grantig, aber das nützt ja nichts. Und Sie sagen auch, man wird sie doch filmen. Ja, also unbedingt. Also ich will doch nicht einfach verbieten, dass man da nicht parallel, ohne dass man stört, ja, mitfilmt. Also, wirklich. Das geht ja gar nicht. Ja. Also da bin ich jetzt schon bei dem Haus. Nee, das zahlen Sie mit Ihren Rundfunkgebühren. Ich denke, ihr sagt ja auch, dass man hier filmen darf, weil die Dame hier, oder Frau Scholz, ja, die hat mir vor die Kamera geschlagen, hat mich auch berührt und hat gesagt, ich soll weggehen. Also was ich macht hier man keinen nicht? Ton gemacht, gar nicht. Ich habe hier nur einfach ein paar Ausschnitte nicht gefilmt. Ja. War das die Dame, die da jetzt gerade links von mir steht? Oder hier in dem Fall rechts von mir? Die hat mir eine Kamera geschlagen, ich habe die Kamera auch laufen lassen. Aber vielleicht gibt es eine Konsequenz, wenn es nur eine Volontärin ist, kann es nicht bestimmen. Aber wenn es eine feste Mitarbeiterin ist, dann muss man hier wirklich was unternehmen. Dann kriegen wir das mit Sicherheit raus, wer das ist. Das ist uns bis jetzt ja immer gelungen. Ja. Ja. Und es würde uns auch diesmal gelingen dann. Sind Sie auch hier abgelehnt worden, weil Sie zu nah dran standen? Nein, ich durfte einfach meine Meinung nicht sagen. Ich wollte dem Herrn von Brunn einfach nur fragen, er soll doch bitte was zum Kontrollwaffengesetz sagen. Er soll doch bitte was zur Streumunition sagen, die jetzt in die Ukraine geliefert wird. Aber dann hat man mich ganz freundlich wegkomplimentiert mit dem Hinweis, sie würden jetzt ja gleich die Polizei holen. Also was da dran undemokratisch ist, wenn ich sowas sage, weiß ich nicht. Aber Sie zahlen doch mit den Rundfunkgebühren. Ja, wir alle zahlen. Aber interessant, vielen Dank für die Info.
Und wir lassen uns hier einfach nicht von Leuten, die von GEZ bezahlt werden, einfach unterdrücken und noch angegriffen werden. So geht es gar nicht. Vielen Dank. Cheese and crackers. So, jetzt haben wir mal kurz am Stachus. Ein ganz schönes Aufgebot hier. Ja. Cheese and crackers. Cheese and crackers. Ich glaube, wir haben einen Auftrag zu erfüllen und wir lassen nicht von indoktrinierten Kindern davon aufhalten. Genau, und so macht man das auch. Weil Pressefreiheit bei Faschisten nicht so wichtig ist. Ja, Helge im Einsatz. Neoliberal! Cheese and crackers. Mit dem Schaum ist drauf. Also, Helge wurde jetzt hier gerade angegriffen. Leute. Die sind mal so richtig aufgehetzt worden. Jetzt, wo ist er denn hin? So Leute, man braucht es gar nicht kommentieren, sondern einfach nur Cheese and Crackers. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo der Helge ist. Ah, da ist er. Helge, erzähl! Ja, unglaublich. Ja. Unglaublich, ich mache nichts, ich laufe rum, ich berichte über das. Und die Kinder, die ja gar keine Ahnung haben können, was sie da ehrlich schreien, sagen ihre auswendig gelernten Texte und belästigen einen und behindern einen, weil sie dann so eingeredet wurde. Weil das ist dein Job, haben sie gesagt. Genau. Also meines Erachtens, schau mal, das sind alles Kinder, die haben doch keine Ahnung, was Faschismus ist. Ja. Die brüllen auswendig gelernte Parolen und das war's dann. Keines, ihr seid froh, dass schulfrei ist, sonst wäre gar keiner da. Ja, die werden auch. Meines Erachtens waren genau die Leute jetzt faschistisch, die hier sich gegen den Faschismus aufstellen. Die haben sich gerade faschistisch benommen. Die haben sich hier faschistisch benommen mit ihren Belästigungen. Bei einer normalen Arbeit, bei einer Medienarbeit wird man hier angegangen. Ja. Und dann rufen die gegen den Faschismus. Das ist fast unglaublich. Cheese and crackers! Schleich dich, Helge! Das heißt, es ist der Faschist. Schleich dich, Helge! Das hört sich sehr
Ja, verpiss dich! Verpiss dich! Den Interview habt ihr ja faschistisch. Cheese and Crackers! Ja, mit der Maske, die man nicht was Faschismus heißt. Gegen demokratische Parteien. Hier steht der junge Faschismus Deutschland. Nein, bitte! Alerta! 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 Ja, da geht's gerade hier ab mit dem Helge, der wurde angegriffen. Ja, ich habe schon gesehen, dass der Helge angegriffen worden ist. Das geht natürlich gar nicht, dass du Presse angreifst. Also Entschuldigung, das ist das Letzte, was geht. Aber da müssen wir durch, aber deswegen sind wir da und deswegen sind wir stabil da, mein Lieber. Also hier muss eine Partei geschützt werden, hier mit Zäunen. Völlig absurd. Wenn man sich das anschaut, schweres Gerät, alle zwei Meter Polizist, der uns beschützen muss, also das muss man sich mal vorstellen. Also da denkst du auch, du bist im falschen Film, aber da müssen wir durch. Ja. Servus. Ja, schönes Foto. Ja. Politik der Angst, hat immer braune Streifen. Braune Streifen? Ja. Du hast ein braunes T-Shirt an. Okay, also, okay. Durch meine Brille schaut es braun aus. Also wir sind hier umringt. Jetzt hier schon wieder los. Schauen wir nochmal zu Helge. Weißt du, was du sagst, oder? Weißt du, was du sagst, Schleichen? Sitzt du da eigentlich? Hier ist wieder ein bisschen faschistische Arbeit gegen die Presse, aber das kennen wir ja schon alles. Antifaschista! Das weiß ich nicht, das muss man die Polizei fragen. Nee, das ist in Österreich, das ist in Deutschland nicht so. AfD, das ist der Feind, wir haben euch zum Kotzen satt. AfD, das ist der Feind, wir haben euch zum Kotzen satt. AfD, das ist der Feind, wir haben euch zum Kotzen satt. Darf ich fragen, Sie sind vom Stadtrat, oder? Wir sind beide vom Stadtrat, Markus Weibrunn mein Name, auch Kandidat für die Bayerische Landtagswahl, Listenplatz 3. Okay. Danke, ich bleibe im Stadtrat. Okay, und wie seht ihr beiden das, diese Gefahr jetzt, dass man hier plötzlich Gewalt anwendet gegen Parteimitglieder? Das ist ja einer demokratischen Gesellschaft nicht würdig normalerweise, ja, oder? Das ist das Ergebnis der Hetze der Altparteien, das ist das Ergebnis von Reden, wie sie Steinmeier vor kurzem gehalten hat, ja. Also niemand hat mehr das, kann mehr auf mildernde Umstände hoffen, der die falschen Kräfte aus seiner Sicht stärkt, ja. War ja ganz klar, was er damit gemeint hat. Ja. Die AfD, die als demokratisch legitime Partei in seinen Augen nicht gewählt werden darf. Ja. Und natürlich, das dürfte den einen oder anderen ermuntern, jetzt eben auch keine mildernden Umstände mehr gelten zu lassen. Ja. Und das Wort plötzlich, auch ohne das Wort plötzlich wäre die Frage gerechtfertigt, weil es ist ja fast seit Jahren so. Ja. Und man stelle sich nur mal andersrum vor. Man stelle sich gewisse andere Leute oder Gruppen von einer Gesinnung oder so vor gegen die anderen, was dann los wäre. Und da sieht man schon, dass gewisse zweierlei Maß angelegt werden. Also es besteht jetzt auch akute Gefahr. Wie sieht ihr das? Es wird immer wieder Stimmen laut, man soll die AfD verbieten. Glaubt ihr, die kommen damit durch? Über kurz oder lang? Dafür sind wir zu groß. Keine Chance. Schauen Sie sich einfach mal das Urteil an, was jetzt vor kurzem in Thüringen gefällt wurde, anlässlich des Waffenentzugs, den man bei einem Parteimitglied versucht hat. Das Verwaltungsgericht in Thüringen, ich weiß nicht, welches von denen es war, hat in dem Urteil den Verfassungsschutzbericht des Thüringer Verfassungsschutzes in der Luft zerrissen, regelrecht. Okay. Ja. Und
vor dem Hintergrund keine Chance, dass sie auch nur ansatzweise mit einem Verbotsantrag durchkommen. Nee, das ist reines Dreckschmeißen in der Hoffnung, dass was kleben bleibt. Das ist die Masche, die hier gefahren wird. Ja? So nach dem Motto, der ein oder andere wankelnde Bürger, der wird dann vielleicht doch noch den Eindruck bekommen, dass da was Verbotenes passiert oder so. Das probiert man. Aber wir haben jetzt ganz offiziell den Demokratie-Check gewonnen und bestanden. Deswegen können wir da gar nichts mehr anbrennen. Okay, man sieht auch, sie fahren Kinder auf gegen euch, weil das Volk macht gar nicht mit. Es sind alle hier ein Volk hergefahren worden, anscheinend auch. Man muss nur mal hier ein bisschen auch drauf achten, ja. Man findet immer mal wieder Aufkleber in unterschiedlichen Städten, wo dann für Veranstaltungen in anderen Städten eben geworben wird. Zum Beispiel waren hier, habe ich schon mal gesehen, da sind wir rumgezogen. Dann wurde hier mobilisiert, dass man nach Rosenheim gehen soll, um gegen ein AfD-Büro sich zu organisieren. Und es findet natürlich umgekehrt genauso statt, dass die Leute hierher karren, ja, um jetzt hier zu gegen uns zu demonstrieren. Okay. Aber das ist der Kinderkreuzzug. Sie gesagt, das ist ein verzweifelter Versuch jetzt hier, die Opposition irgendwie, aber es ist auch Demokratie. Also sind Mittel, was ich nicht gut finde, ist, wenn man hier Gewalt anwendet gegen irgendwelche Politiker, egal welche. Ja, Gewalt ist an sich natürlich schon völlig indiskutabel, aber auch was hier probiert wird, den Stand abzuschirmen, die Leute hier nicht auf das Kundgebungsgelände kommen zu lassen, möglichst jedes Sichtfeld zu unterbrechen. Das hat auch mit Demokratie nicht wirklich was zu tun. Nicht wirklich, ne? Wir haben mich sogar mit dem Schild geschlagen, als ich fotografiert habe. Aber wenn die sogenannte Antifa dann so, wir da unten gegen die da oben oder gegen das Kapital, aber dann im Grunde die Opposition gegen die Regierung da niederbrüllt, also sich quasi als Büttel oder Auftrag im Auftrag der Regierung da gebärdet, dann wird es auch irgendwie lächerlich. Also so ein bisschen die nützlichen Idioten, wie man so sagt. Okay, ganz kurz noch eine Frage, dann können wir bei Ihnen weitermachen. Nochmal zurück zu dem Übergriff von dem Mann. Ja. Da wurde ja jetzt behauptet, er hat gelogen, weil es waren gar keine Migranten. Wisst ihr da Näheres? Nee, also es gab ja eine widersprüchliche Darstellung, wie ich gelesen habe, von der jungen Freiheit, glaube ich, und dem hat er in der Kompakt widersprochen. Die Polizei hat in ihrer ursprünglichen Presseerklärung die Anzeige, dass das von Südländern begangen worden wäre, ja nicht angegeben. Aber mittlerweile ist das ja bestätigt worden, dass auch schon in der ursprünglichen Anzeige von Jurke, in der ursprünglichen Aussage wohl diese Südländer angesprochen wurden, dass die Täter wären. Aber mehr wissen wir natürlich auch nicht, weil wir waren nicht dabei. Im Endeffekt, gerade in München ist man sehr bedroht, in den Städten ist man sehr bedroht. Aber das gehört zum politischen Geschäft dazu. Wenn du Oppositionspartei bist, musst du eben riskieren, dass der politische Mitbewerber sich im Maß seiner Mittel vergreift und auch zu Gewalttaten greift oder zu Aktionen greift, die schlicht und einfach mit dem Strafrecht kollidieren. Und ich kann nur hoffen, dass sich diese Leute wieder besinnen darauf, dass der Diskurs uns weiterbringt. Ausschließlich die Diskussion auf dem Podium. Ich meine, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Als ich 2018 in den Landtag gewählt wurde, da bin ich die ersten Monate auf jede Diskussion eingeladen worden, weil man gesagt hat, die AfD müssen wir inhaltlich zerlegen. Die müssen wir auf offener Bühne stellen. So, nach einem halben Jahr bin ich nicht mehr eingeladen worden. Es ist Ihnen offensichtlich nicht gelungen, mich so zu zerlegen, wie Sie sich das gewünscht haben. Ja? Wir hatten in der ersten Fraktion, das muss man auch ganz klar sagen, das Niveau dieser Fraktion war das höchste im gesamten europäischen Landtag. Ja? Ich bin Volljurist, bin Unternehmensberater, 40 Jahre Berufserfahrung, war 1980 schon am ersten Europaparlament. Also die Situation ist einfach... Wenn der politische Gegner gemerkt hat, du kannst die AfD nicht einfach inhaltlich zerlegen, dann lädt man sie halt nicht mehr ein. Und das ist der Weg. Ich bin die letzten 4,5 Jahre auf kein Podium mehr gekommen, auf kein einziges Diskussionspodium mehr in München gekommen. Die IHK war das letzte offizielle Podium, das ich nicht konnte. Ansonsten haben die anderen, die Grünen, die SPD gesagt, wenn der Herr Henkel kommt, wenn die AfD kommt, dann kommen wir nicht. Dann hat der Gastgeber immer die Überlegung gehabt, ja, wen lädt er jetzt ein? Die Grünen, die CSU oder lieber die AfD?
dann hat man mich nicht mehr eingebunden. Also das ist dramatisch, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und ja, viele Institutionen machen mit, auch Arbeitgeberverbände machen mit. Es ist wirklich bedauerlich, es ist wirklich beschämend zu sehen, dass sich alle diesen Druck unterwerfen, alle, ja, wie soll ich sagen, nicht den Mut aufbringen zu sagen, ja, hören wir ihn doch mal an, lassen wir den Henkel doch mal reden. Wenn er dummes Zeug redet, dann entlarvt er sich doch nur selber, dann diskreditiert er sich doch nur selber. Aber nein, den Henkel wollen wir nicht haben, die AfD kommt nicht auf unsere Bühne. So, das ist Common Sense in dieser Stadt. Das ist auf dem Land natürlich deutlich besser. Meine Kollegen auf dem Land, die werden eingeladen auf die Faschingsfeste, auf die Biergarteneröffnungen, auf die Volksfeste und sitzen in der ersten Reihe und werden begrüßt mit unser Kollege aus dem Bayerischen Landtag so, oder der Abgeordnete aus dem Bayerischen Landtag. Aber in München, ich bin 4,5 Jahre lang auf keine einzige Veranstaltung eingeladen worden, also aus keine, die nicht offiziell vom Landtag ist, zu der ich eingeladen werden muss. Also, und das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis, wenn die großen Politiker vor dem kleinen Herrn Henkel Angst haben und ihn nicht auf die Bühne einladen. Ja? Was sagen Sie jetzt zu den jüngsten Übergriffen? Sehen Sie eine Gefahr, dass es noch schlimmer wird? Es ist natürlich ein absolutes No-Go. Körperliche Gewalt ist wirklich, also das ist sowas von No-Go. Da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen, weil wer körperliche Gewalt anwendet, ich meine, der greift ja zum letzten Mittel, was es überhaupt noch gibt. Ja? Ja. Danach kommt der dann nur noch Mord. Ja? Ja. Also das kann es ja wohl überhaupt nicht sein. Nein, es geht einfach darum, dass es keinen Diskurs mehr gibt, dass niemand mehr diskutieren will, sondern dass wir niedergebrüllt werden und angegriffen werden. Wenn Sie jetzt die Zeit einstellen, was ist denn damit? Wie wollen Sie denn Goldstücke weiter noch verpflegen, wenn Sie die deutsche Industrie kaputt machen? Hören Sie doch auf, Mann! Der Kretschmann wird die absolute deutscher Verräter sind. Ein absoluter deutscher Verräter. Ja. Ich darf dich schon filmen. Deutscher Verräter. Es ist regelmäßig. Ja. So. Ich finde ja auch hier Kleinigkeiten aus, aber ich will ja nicht nur sagen, dass auch ein paar Zitate von Ihren Schülern vorlesen. Das ist doch nicht unser Führer, hört doch mal auf mit dem. Die Weile hat übernommen. Das ist ja noch schlimmer. Die ist wenigstens gut. Ja, ist doch lesbisch. Ja, ist doch okay, ist doch geil. Das ist doch super. So ein Schwachsinn. Wir haben doch Schwule und Lesben in der Partei. Weil sie unterzogen werden, zweite Frage. In dem Parteiprogramm steht auf Seite 41, dass sie, also wir reden jetzt von Bayern, wir sprechen von dem Parteiprogramm der AfD. Und wir haben ja mehrere. Wir haben Europa, wir haben Bayern, wir haben Bundestag. Das sind drei aktuelle Programme. In dem Parteiprogramm steht, dass die AfD an den menschengemachten Klimawandel nicht glaubt. Das ist ja wirklich dazu. Das ist wissenschaftlich bewiesen, genau. Nein, der ICC hat erst gestern... Der ICC interessiert mich nicht, das ist der politische Institution. Nein, das ist... Mich interessieren Wissenschaftler wie Professor Lüding, die interessieren mich, weil das sind genau die richtigen. Der Lüding ist leider widerlegt, nicht 1200... Nicht widerlegt. Die 1200 Wissenschaftler im ICC haben gestern ihren neuen Report. Nochmal, das sind also Computermodelle, die stimmen halt nicht. Wie können Sie das nachweisen? Weil ich selber Computermodelle gemacht habe. Welcher Art? Ich habe mich noch mal vorzulegen. Aber Sie haben keine Klimamodelle gemacht. Brauche ich nicht, weil ich weiß, dass sie gelogen sind. Woran können Sie das feststellen? Weil ein 8,5 Grad Ziel völlig... Völlig illusorisch. Es waren nie 8,5. Ja, es waren 6,5. Also, haben Sie sich vertan? Dann habe ich mich vertan, trotzdem ist ein völlig irre. Also gut, aber jetzt nehmen wir mal an, dass das ICC mit 1200... Das ist ein Sommer. Dass das ICC mit 1200... Ja, ich kenne den Herrn nicht, aber so wie er ausschaut, ist mir eine scheißegal, wo er das hinstellt. Das werden wir auch in der Demo, da haben Sie kein Recht mehr auf Ihr persönliches Bild, leider. Das stimmt. Das ist aber in der anderen Richtung genauso. Genau. So. Thomas TV. Das wollte ich sagen. Ah ja, Seite 41 menschengemachter Klimawandel, CO2-Ausstoß, ist wahllos übertrieben. Wollt ihr nicht? Wollt ihr das nicht? Wollen Sie das nicht? Das ist selbstverständlich nicht. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Achso, also Ihre Bundespartei ist der Meinung, das ist richtig übertrieben und Sie sind auch dieser Meinung. Ich bin auch. Habt ihr sogar mit forciert, ja? Okay. Auf Seite, muss ich nachschauen, ich glaube 17, das Parteiprogramm steht, dass Alkoholiker und psychisch Kranke in Lager gebracht werden sollen. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Ja, das ist die Formulierung, würde ich gerne wissen. Doch, Moment, halt, ich hab's. Ja, ich hab's mir jetzt offenbar im Gegensatz zu Ihnen mal durchgelesen. Da steht drin, ich muss jetzt wissen, welches es ist. Das sage ich Ihnen gleich.
Das steht drin. Also Ihr Parteiprogramm, und zwar... Das ist aber der Entwurf, oder? Ach, das ist korrektiv.org. Komm, lass es. Nein. Schau mal. Nein. Korrektiv.org ist einfach... Komm, dann kann ich gleich zu MLPD gehen. Es steht... Hey. Nee, dann schauen Sie selber nach. Und jetzt schauen Sie nach. Alkoholiker und psychisch Kranke. Das steht definitiv nicht drin. Das ist in irgendeinem Programmantrag, das ist vollkommen, ich diskutiere immer über alles, was korrektiv ist, ist Lüge. Also gut. Also ich finde das einfach nicht. Jetzt lesen Sie selber in Ihrem Bundesparteiprogramm nach, und zwar zu dem Punkt der psychisch Kranke und Alkoholiker. Das steht definitiv nicht drin. Jetzt nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie nach, dann gehen wir weiter. Dann machen Sie die Augen zu und demonstrieren für die Faschisten. Sie sind doch die Faschisten. Gehören doch zu den Faschisten. Wissen Sie, was der Faschismus ist, was das bedeutet? Natürlich Meinungsunterdrückung, das, was Sie machen. Gegen Rechts. Was bedeutet es denn noch? Meinungsunterdrückung, Gleichschaltung. Gleichschaltung bedeutet. Sie haben ja alle Befürworter. Das nicht von der Oma, die sind ja offenbar ein studierter Mensch. Wodurch definiert sich der Faschismus? Und ihr könnt nach Hause gehen. Angriff auf den Kollegen Andreas Jurka. Es war ein sehr feiger Angriff von mehreren Migranten. Und das Erste, was die Presse macht, ist dann versuchen, das Ganze zu relativieren. Die sagen dann mutmaßlicher Angriff, während bei Angriffen auf Linken es immer heißt, hier gibt es einen rechtsextremen Angriff. Also da fehlt das Wort mutmaßlich. Also man sieht, Angriffe auf politisch Oppositionelle werden relativiert. Wir kennen ja auch die Hammerbande. Also da gab es die Lina Engel, die wurde zu 5,5 Jahren verurteilt. Hammerbande heißen die deshalb, weil die mit Hammer auf Oppositionelle eingeschlagen haben, teilweise auch zerstümmelt und mit lebenslangen Folgen. Und trotzdem wurde die Frau auf freien Fuß gesetzt und es hieß einfach, sie hat große Schäden erlitten wegen der Corona-Zeit und Rheuma. Und der Richter hat sogar gesagt, sie wäre eine, sie hätte ehrenhafte Motive. Und das sieht man natürlich auch, dass die Behörden und die Justiz von Linksradikalen unterwandert wurde. Welche Konsequenzen zieht die AfD jetzt aus dem jüngsten Angriff? Was hat es jetzt für Folgen dann auch? Ich meine, es wurde behauptet, das waren keine Migranten zum Beispiel, er hätte da gelogen. Letztendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als die Ermittlungen abzuwarten. Wir werden natürlich die Ermittlungen abwarten. Wir sind natürlich eine Rechtsstaatspartei. Was die Konsequenzen sind, naja, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Leute besser geschützt sind. Aber wofür ich auch appelliere, ist, dass unsere Leute lernen, sich selber auch zu verteidigen in solchen Situationen. Also es ist kein Vorwurf, aber wir müssen einfach wehrhafter werden. Also, ich denke, das sehen jetzt auch immer mehr so, weil es kann jetzt sein, dass wir wie Schafe auf der Schlachtbank sind. Juristisch. Ja, also diese Veranstaltung hier dient nur dem, dass wir mal als AfD Gesicht zeigen, angesichts der Tatsache, dass heute Olaf Scholz, der unser Land massiv in die Krise geritten hat, also noch mehr als Merkel eigentlich, dass wir da mal ein Zeichen setzen, dass es uns auch gibt und dass wir halt dagegen sind. Genau, und wofür ich natürlich kämpfe, ist, dass auch München blau wird. München galt bislang als grüne Hochburg. Die Grünen sind hier aber am Wackeln und die verlieren wahrscheinlich auch die meisten ihrer Direktmandate. Das kommt natürlich auch von der missratenen Politik der Ampelregierung. Man muss den Leuten aber auch sagen, die CSU ist nicht anders. Wer die CSU wählt, bekommt auch grüne Politik. Wir erinnern uns daran, wie Scholz diese desaströse Corona-Politik gemacht hat, die sich auch als unverhältnismäßig herausgestellt hat. Von Gerichten wurde bestätigt, dass die Maßnahmen rechtswidrig waren. Dann hätten wir die Asylkrise, die natürlich auch Bayern in sehr massivem Maße trifft, immer mehr Krankenhäuser schließen, Altersheime schließen, dafür werden immer mehr Asylheime gebaut. Apropos Koalitionen, meine persönliche Meinung, wenn ich sage, ist eigentlich das Wahlbetrug. Ne? Man wählt zum Beispiel CDU und kriegt die Grünen. Ja. Wie,
würdet ihr das machen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Angebot da wäre, koalieren mit jemandem? Also da ist ja jetzt kein Land in Sicht. Richtig. Aber würdet ihr da dagegen halten und es dann auch machen, wenn es möglich wäre? Also Koalitionsangebot. Ja, ja, also meine persönliche Meinung ist, solange die CSU von solchen Leuten wie Södern beherrscht wird, würden wir unsere Wähler verraten, wenn wir ein Koalitionsangebot annehmen. Wir müssen da standhaft bleiben, wir dürfen uns nicht von der Macht korrumpieren lassen. Wir haben nämlich auch in Österreich gesehen, was passiert, wenn die FPÖ mit der ÖVP aus einer Position der Schwäche heraus koaliert und sich dann anbietet und Abstriche macht. Ja. Wir müssen zu unserem Programm stehen. Und solange die CSU nicht den Weg von Franz Josef Strauß wieder einschlägt, gibt es aus meiner Warte keinen Grund, mit denen zu koalieren. Also ihr würdet das gar nicht machen, selbst wenn es euch angeboten ist? Aus meiner Sicht nicht. Andere Kollegen mögen das wieder anders sehen. Ah, ja, okay. Also das ist ja auch Demokratie, dass verschiedene Meinungen innerhalb einer Partei gibt. Ja, genau. Ich glaube, jede Partei hat ja einen extremen Rand. Es ist einfach so in der Demokratie. Gefährlich wird es, wenn der Rand an die Spitze kommt. Ja. Sehen Sie persönlich da eine Gefahr, dass das so wäre? Also ich sehe da keine Gefahr. Die AfD besteht aus verschiedenen Strömungen und es ist halt eine Volkspartei. Sie spiegelt natürlich dann auch verschiedene Interessen wider innerhalb des Volkes. Weil wir sehen ja auch, dass gerade in Mitteldeutschland die AfD teilweise auf Platz 1 steht. Ja. Und damit machen die auch irgendwas verdammt richtig. Ja. Und ich habe natürlich auch Respekt davor, wenn Parteikollegen solche Erfolge für uns einfassen. Da gibt es für mich keinen Grund, sich zu distanzieren. Wir haben hier gerade ein Schild gefilmt. Bernd Höcke ist ein Nazi. Eigentlich ist das justiziabel. Diese Gegendemonstrantin hält das Schild hoch. Ja, also ich bin ja Rechtsanwalt und aus meiner juristischen Sicht ist das Ganze auch strafbar, weil man damit eben relativiert. Ja, genau. Allerdings sieht die herrschende Rechtsprechung das Ganze eben anders. Da ist man halt einfach auf dem linken Auge blind. Aha. Ja, interessante Anekdote dazu, wenn Linke Hakenkreuze schmieren, ja, dann wird es in der Statistik als rechtsextremistische Tat bewertet. Aha. Also man muss einfach sehen, hier wird natürlich massiv geflunkert, um linke Straftaten zu relativieren. Was ist denn Nazis? Die Nationalsozialisten, waren die denn überhaupt rechts? Die haben ja einen Kampf geführt gegen den rechtsstehenden Sitzbürgerblock damals auch. Ja. Ja. Und eigentlich war ja die NSDAP, wenn man es genau nimmt, eine linksradikale Bewegung, oder? Ja, das kann man so sehen, aber letztendlich heißt ja rechts nichts anderes als konservativ. Ja. Und wenn es Linke gibt, muss es auch Rechte geben. Das ist einfach eine Demokratie, ja, und dafür sollte man eben auch offen stehen und dafür, ja, kämpfen. Wir hatten jetzt einen Linksruck all die Jahre und deswegen ist es eigentlich auch verständlich, dass wir jetzt wieder nach rechts rücken müssen, um normale Verhältnisse zu bekommen. Man kann durchaus Positionen vertreten, die rechts sind, und dann wieder in einem anderen politischen Feld Positionen, die vielleicht eher links sind. Also es gibt da kein Schwarz und Weiß. Ja. Letztendlich ist das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen der AfD und den Altparteien, dass die AfD wieder eine Politik für das eigene Land machen will, dass sie für mehr Nationalstaatlichkeit ist und deswegen auch der EU kritisch gegenübersteht, während eben dieser ganze Altparteienblock einschließlich CDU, die vertreten eben andere Interessen. Also ich sage jetzt mal eher US-amerikanische Interessen und so weiter. Noch eine Frage, auch nochmal zum Thema rechts und links. Ja. Ihr werdet ja geframed und gebasht als rechtsradikal sogar. Ja. Wie steht ihr denn zu Parteien wie jetzt NPD oder Vereinigungen wie der Rechte Weg oder Dritte Weg oder wie die alle heißen? Würden Sie sagen, das sind Rechtsradikale? Ja, also ich habe mich damit nicht groß beschäftigt. Diese Parteien, das sind einfach kleine Parteien, die teilweise Positionen vertreten, die nicht vermittelbar sind. Ja? Ja. Der Dritte Weg zum Beispiel, der vertritt in Teilen auch Meinungen, die die Grünen vertreten. Also die sind eher auf diesem transatlantischen Trip. Die sagen mehr Anbiederung an die USA, an die NATO und gegen Russland, während die AfD einen neutralen Weg geht. Die sagen deutsche Interessen und wir müssen natürlich dann auch als Mittelmacht in Europa schauen, dass wir hier für diplomatische Verhältnisse sorgen, also eher kriegsschlichtend wirken. Nazis, gibt es die noch in Deutschland überhaupt? Naja, also, wenn man jetzt NPD anschaut, sind da Nazis drin zum Beispiel? Dürfen Sie das sagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich kenn die Verhältnisse dort nicht, aber man muss einfach sagen, die Nazis, die eigentlich gemeint sind, die Anhänger des Nationalsozialismus, die sind ja schon weitgehend ausgestorben oder über 90 Jahre alt. Ja. Deswegen ist diese Diskussion auch völlig... Eigentlich laut Artikel 139 Grundgesetz eine Entnazifizierung auch Gesetz, es sind ja noch Gesetze am Start, die vom Hitler sind, zum Beispiel auch Ausweis, Personalausweis. Ja. Glauben Sie, eine Entnazifizierung nötig ist in der Richtung?
Nee. 70 Nazi-Gesetze sollen noch am Start sein. Nee, also diese Entnazifizierung besagt ja nichts anderes, als dass man die Bürger in ihrer Meinung beeinflussen will, und zwar in Richtung, dass sie keinen Nationalstolz mehr haben, keinen gesunden Nationalstolz, was ja überhaupt nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Ja, ich rede von Entnazifizierung, also nicht genau. National... Ein Patriot ist ja kein Nazi. Ja, ja. Also was wir brauchen, ist eine Entantifarisierung, wenn man so will. Okay. Ja, dass man mal was gegen die Linksextremisten macht. Anti-Antifa. Genau, ja, dass man etwas gegen die Linksextremisten macht. Weil ich sehe hier schon besorgniserregende Verhältnisse. Die Gewalt durch Links, die steigt permanent. Wir haben da den Beispiel mit der Hammerbande, den ich vorhin schon erwähnt habe, wo es teilweise niedrige Strafen gibt. Versuchte Mord, also Mordversuche, Anschläge von Klimaaktivisten, Straßenverkehrsgefährdung. Durch Klimakleber, wo ja auch teilweise schon Menschen umkommen können, wenn Rettungswege behindert sind. Deswegen müssen einfach mal, der Staat muss mehr gegen Linksextremismus machen. Das ist mein Fazit dazu. Herr Uli Henkel ist bei mir hier vom Bayerischen Landtag, grüß Gott, erstmal Exklusivinterview für Thomax TV München. Und wir wollen mal ganz kurz sprechen über die Diskussion Parteiverbot. Haben die eine Chance oder ja oder nein? Also Parteiverbot ist tatsächlich natürlich, als ich bin amtierender Landtagsabgeordneter, der Einzige aus München, stehe jetzt auch wieder zur Wahl am 8. Oktober, kann ich gleich sagen, vielleicht im Vorfeld, ja. Darf ich auch sagen, stehe auf Platz 21 der Zweitstimmliste in ganz Oberbayern und ich bitte natürlich darum, dass möglichst viele Leute mir die Chance geben, auf eine zweite Legislatur im Landtag. In der ersten Legislatur sät man, im zweiten möchte man ein bisschen ernten. Ich bin gut eingearbeitet in meine Arbeitskreise, in meine Ausschüsse und würde meine Arbeit gern fortsetzen. Ihre Frage betrifft mich als Juristen, der ich einer bin, ein Volljurist, ein Ausgebildeter sehr, weil es so toll immer heißt, ja, AfD verbieten. Also wer kann eine Partei verbieten? Das sind schon mal ganz wenige Institutionen, die das überhaupt können. Also den Antrag dazu stellen, der kann aus der Mitte des Bundestages kommen, vom Bundesrat kann er kommen. So. Und entscheiden darüber tut das Bundesverfassungsgericht. Gibt es im Grundgesetz einen eigenen Artikel. Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes regelt, wann Parteien verboten werden können. Wenn sie nämlich verfassungsfeindlich sind. Wenn sie nicht mit beiden Füßen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Die Presse schreibt schon dauernd, verfassungswidrige Partei und so weiter. Die hauen ja genau mit der Keule rum. Ja. Damit soll die Bürger vor der Wahl abgeschreckt werden, eine Partei zu wählen, die ja angeblich möglicherweise bald verboten werden würde. Womit die Stimme dann ja vergebens wäre, weil dann ja die Leute aus dem Parlament raus müssten. Aber dem ist natürlich in keiner Weise der Fall. Die wissen ganz genau, dass es keine Chance gibt. Die AfD steht, was ihr Programm anbelangt, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und es wird niemals zu einem Parteiverbotsverfahren kommen, weil das Bundesverfassungsgericht ganz strenge, ganz enge Kriterien an ein solches Parteienverbot stellt. Und ich habe die Urteile damals zum NPD-Verbot gelesen, dann aus den, ich glaube, 43er Jahren und so war es, das KPD-Verbot. Da gibt es eine gesicherte Rechtsprechung und die AfD fällt einfach nicht runter. Das wissen die anderen Parteien auch. Und dementsprechend ist es einfach nur Getöse, Getrommel in der Hoffnung, Leute abzuschrecken. Die AfD wird definitiv nicht verboten werden. Ja. Und ganz im Gegenteil, ich sage ja immer in solchen Diskussionen, bitte, 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 stellt endlich den Antrag. Ja. Weil nichts ist für uns natürlich besser, als wenn am Ende eines solchen Verfahrens das Verfassungsgericht entschieden hat, die AfD ist nicht verfassungswidrig, kann deshalb nicht verboten werden. Das würde ja einen unglaublichen Zulauf nochmal von mindestens 5 oder 10 Punkten bringen. Das Risiko werden die anderen niemals eingehen. Also als Demokrat wünsche mir das auch. Ich sehe hier gerade eine Demonstrantin, die ein Schild hochhält, wo drauf steht, Börnhecke ist ein Nazi. Das ist eigentlich... Das ist jetzt schon justiziabel oder wie sehen Sie das als Jurist? Das ist alles nicht justiziabel in der Form, dass... Also ich persönlich bin viel großzügiger in allem. Ich erlaube quasi jedem seinen völligen Blödsinn zu sagen, weil jeder, der Unsinn redet oder auch Unsinn auf Schildern zeigt... Der diskreditiert sich halt selber. Er macht sich selber lächerlich, er macht sich selbst erbärmlich, er erniedrigt sich selber. Und
Ich würde viel mehr für Freiheit der Meinung sein. Jeder soll seinen Unsinn verbraten dürfen und der Bürger soll dann entscheiden in der Anonymität der Wahlkabine, welcher Partei er denn glauben will, welcher Partei er seine Stimme geben will, von welcher Partei er glaubt, dass seine Interessen, die Interessen seiner Familie und die Interessen unseres Landes am besten vertreten werden. Und da kommt die AfD sicherlich ganz gut bei weg. Ich frage Sie als Jurist deshalb, weil ihr müsst euch ja jetzt tatsächlich ganz schön wehren, auch gegenüber körperliche Übergriffe, dann eben diese Geschichte Parteiverbot, muss man jetzt hier argumentieren. Dann kommen Leute, die kommen mit Nazi-Sprech daher hier. Das Wort Nazi und auch Reichsbürger sind eigentlich verboten von den Alliierten. Wir wehren uns regelmäßig, aber nicht gegen solche Belanglosigkeiten. Also erstens ist das eine Sache, da muss sich der Herr Höcke gegen wehren. Das war die eine Sache. Zum Zweiten, er würde das nicht nochmal tun, weil es lächerlich ist. Da steht er voll drüber. Gehe ich zumindest davon aus. Kenne ihn nicht persönlich. Aber die Situation ist schlicht und einfach die, wer sagt, dass einer von uns ein Nazi ist, der verharmlost doch die Zeit des Nationalsozialismus. Darum geht's. Der verharmlost doch all das, was damals passiert ist. Und mit solchen Leuten, ich meine, ich weiß nicht, man sollte das vielleicht nicht sagen, aber mit solchen Leuten duelliere ich mich auch gar nicht. Die sind gar nicht satisfaktionsfähig. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Meine Zeit als gewählter Abgeordneter, direkt gewählter Abgeordneter hier im Bayerischen Landtag ist für die Bürger Bayerns, für die Interessen der Menschen in Deutschland einzutreten. Ich mache ganz erklärt inländerfreundliche Politik. Ich mache Politik im wohlverstandenen Interesse der Menschen, die schon länger hier leben, weil ich möchte, dass es meinem Land gut geht, weil wenn es meinem Land gut geht, kann mein Land auch anderen Ländern helfen. So war das bisher immer so und so soll es auch weitergehen. Und deshalb müssen wir all diese Irrungen und Wirrungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wieder zurückfahren. Wir müssen wieder dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen wieder oben, unten, oben, oben und unten, unten sein lassen. Wir müssen die Menschen ausreden lassen, wir müssen miteinander diskutieren, aber wir dürfen uns nicht die Köpfe einschlagen, was Sie da gerade ansprachen. Der körperliche Übergriff über meinen künftigen vielleicht Kollegen Andreas Jurka, Fraktionsmitarbeiter momentan im Bayerischen Landtag in Augsburg, ist einfach unerträglich, wenn diese Grenze überschritten wird. Ich meine, hier ist eine Grenze, da versuchen Menschen, uns von der Meinungsfreiheit abzuschneiden, uns von der Teilhabe am Meinungsbildungsprozess daran zu hindern, Menschen daran zu hindern, zu uns zu kommen, indem sie sie verängstigen. Das ist die eine Seite, die ist schon sehr grenzwertig. Aber wenn dann die Fäuste ausgepackt werden, dann ist ein Maß überschritten. Ich meine, das ist klar, das ist dann auch natürlich justiziabel, das unterfällt dem Strafrecht. Ich glaube, selbst in Augsburg wird man dann keinen Richter finden, der einen solchen Schläger mildernde Umstände verpasst hat, bloß weil er einen AfD-Wähler verprügelt hat. Ja. Aber also diesen Anfängen müssen wir selbstverständlich wehren. Körperliche Gewalt hat in der Politik überhaupt nicht zu suchen. Aber das ist auch schon grenzüberschreitend. Ich halte es auch schon nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich selber gehe jetzt nicht zur Veranstaltung von Herrn Scholz oder von Herrn von Brunn von der SPD am Marienplatz, um diese Veranstaltung zu stören. Ich gehe zur politischen Veranstaltung meiner politischen Mitbewerber. Teilweise sind es leider insbesondere auch politische Gegner, weil sie wollen mich ja vernichten, bis aufs Blut bekämpfen, ja, wie Herr Söder ja auch sagt. Ich gehe da nicht hin, um diese Veranstaltung zu stören, sondern ich gehe ausschließlich dahin, um zuzuhören und zu hören, ob er sehr viel Unsinn redet oder weniger Unsinn redet und um das anschließend dann zu verarbeiten, eventuell auch in einem Video zu verarbeiten oder wie auch immer. Ich mache ja eine eigene Serie, die wissen Sie ja wahrscheinlich, Uli Henkel auf YouTube. Was zum Henkel heißt wir die Serie? Wir verlinken das, das blenden wir gleich ein, genau. Ja. Was zum Henkel heißt diese Serie? Ja. Und ich habe über 200 Videos auf YouTube jetzt schon stehen, über meine Arbeit als Landtagsabgeordneter und über die politische Welt, in der wir hier leben. Und ich denke, ich mache das ohne Schaum vorm Mund und auf jeden Fall als Volljurist mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich bin gewählter Abgeordneter im Bayerischen Landtag, selbst wenn man mich als Vizepräsident durch eine fingierte Verfassungsschutzklage verhindern konnte, ja, indem ich vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, vollkommen zu Unrecht, wie sich der herausgestellt hat. Was halten Sie von dem jetzigen Verfassungsschutz? Ist es noch ein Verfassungsschutz oder ein anderer Schutz? Sie können Folgendes sagen. Der Verfassungsschutz, der die Aufgabe hat, die Verfassung vor Verfassungsfeinden zu schützen, wird politisch instrumentalisiert und missbraucht. Er wird missbraucht, um die einzige echte Oppositionspartei in die Schranken zu weisen, um sie klein zu halten, um sie im Endeffekt vor allem auch die Beamtenschaft innerhalb unserer Mitgliedschaft zu verunsichern.
Und das geht halt gar nicht. Der Verfassungsschutz darf nicht beim Innenministerium angesiedelt sein, sondern er sollte bei den obersten Gerichten angesiedelt sein, beim Bayerischen Obersten Landesgericht, und der Verfassungsschutz des Bundes sollte beim Bundesverfassungsgericht angesiedelt sein, aber er sollte nicht weisungsgebunden seitens der Innenminister sein. Kann man sagen, es ist kein Rechtsstaat, wenn man so einen Verfassungsschutz hat, der weisungsgebunden ist, und auch Staatsanwaltschaft weisungsgebunden, das hat dann mit Rechtsstaat nicht viel zu tun, oder? Es sind eben Schwächen des Rechtsstaates, die es auszumerzen gilt. Und nochmal, ich will nur, dass das klar ist. Ich möchte den Verfassungsschutz nicht abschaffen, aber ich möchte, dass der Verfassungsschutz die Verfassung vor Verfassungsfeinden schützt. Und wenn sie von rechter Seite kommen, dann von rechter Seite. Wenn sie vor allem aber von linker Seite kommen, von islamistischer, dann von diesen Seiten auch. Und ich habe einen sehr netten Diskurs mit meinem Innenminister Herrmann hier im Bayerischen Landtag, der jedes Jahr eine so dicke Fibel veröffentlicht gegen den Rechtsradikalismus in Bayern, eine dreiseitige gegen den Linksradikalismus und eine zweiseitige gegen den Islamismus. Okay. Dann sage ich, Herr Innenminister, ich finde das toll, was Sie da machen, aber ich finde, dass es ein bisschen falsch gewichtet ist. Vor allem mit der Hand, sonst wird das immer unscharf. Also, vielen Dank für diese Statements. Und wir werden nachher bestimmt noch ein bisschen reden. Ich werde jetzt ein paar Sätze sagen. Okay, super. Herzlichen Danke. Dank. Hallo Oberbayern, hallo Bayern, hallo München. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung der AfD. Ihr werdet garantiert irgendwann heiser werden und dann werdet ihr euch anhören müssen, was ich zu sagen habe. Also liebe Freunde, liebe Bürger hier in Bayern, liebe Münchner, die hier auf den Stachus gekommen seid, um an diesem wunderbaren Freitag eine Parallelveranstaltung der AfD zu besuchen. Hier hinten, wenige hundert Meter entfernt, am Marienplatz, spricht gerade der SPD-Vorsitzende Florian von Brunn, und Kanzler Olaf Scholz hat sich ebenfalls angemeldet. Sind wir hier beim Donnissel. Ich weiß nicht, ob ich hier verstanden werde. Es ist ein Riesenlärm und hier vorne ist immer noch die SPD mit ihrem Auftritt. Die haben die Lautsprecher noch weiter aufgedreht. Somit beschallen sie wirklich den gesamten Marienplatz so, dass jeder sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Und hier sind etliche Gäste schon gegangen beim Donnissel, weil das für viele so nervig war, wobei man kaum was verstehen konnte, außer den Drillerpfeifen. Und die Hälfte sind geflüchtet. Da ist es nur recht und billig, wenn die AfD hier am Stachus, dem zweiten Herzen Münchens, steht und zu den Bürgern spricht. Mein Name ist Uli Henkel, ich bin Abgeordneter im Bayerischen Landtag und ich möchte das auch bleiben und bitte euch deshalb am 8. Oktober fleißig in die Wahlkabinen zu gehen und die AfD zu wählen. Hier am Stand findet ihr aber auch einen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Lünevor und ihr werdet einige Kandidaten finden, die für den Bayerischen Landtag kandidieren. Auch die stehen hier bereit, um ein Gespräch mit euch zu führen. Und ich will euch nur ein paar ganz wenige Sätze sagen,
werde sie ein paar Mal heute im Laufe des Tages wiederholen, denn der Antifa wird sicherlich irgendwann die Luft ausgehen. Ich beginne mal damit, dass ich unsere Vorsitzende zitiere, unsere Co-Vorsitzende Alice Weidel. Denn die hat gesagt im Deutschen Bundestag, dieses Land wird von Idioten regiert. Und ja, liebe Freunde, damit hat sie absolut recht. Dieses Land wird von Idioten regiert. Man hat den Eindruck, dass die Ampel dieses Land jeden Tag aufs Neue mutwillig gegen die Wand fährt. Dass jede einzelne Entscheidung, die diese Politik, diese Politiker in Berlin, aber auch in der Bayerischen Staatskanzlei treffen, gegen die Interessen der deutschen Bürger, gegen die Interessen der Bayern, gegen unsere originären Interessen verstoßen. Jede einzelne. Es wird behauptet, Deutschland könne und Deutschland müsse die Welt retten. Aber Deutschland kann die Welt nicht retten und Deutschland muss die Welt auch nicht retten. Weder müssen wir alle Millionen von Menschen, die sich auf der Flucht befinden, und laut UN-Angaben sind das knapp 100 Millionen Menschen. Weder müssen wir all diese Menschen bei uns aufnehmen, auch wenn diese jungen Leute dort vorne, die noch nie in ihrem Leben Steuern bezahlt haben, behaupten, no borders, und wir könnten alle aufnehmen. Es ist einfach nicht wahr. Das Boot ist voll. Die Bürgermeister, die Landräte in diesem Land, im schönen Bayern, sie klagen. Und es sind SPD-Stadträte, es sind SPD-Bürgermeister, es sind CSU-Landräte, die klagen, dass das Boot voll ist und dass es keinen Platz mehr gibt. Wir können und wir müssen und wir dürfen nicht all diese Menschen, die nach Deutschland kommen, aufnehmen. Jeden Tag kommen 1000 neue Menschen nach Deutschland. Wir können das auf Dauer nicht verkraften und wir müssen es auch nicht. Im Grundgesetz steht, politisch verfolgte Menschen genießen Asylschutz. Politisch verfolgte Menschen genießen Asylschutz. Und das ist richtig so. Aber es gibt kein Recht für jedermann auf dieser Welt auf ein besseres Leben in Deutschland. Das steht nicht im Grundgesetz so. Das kann ich Ihnen als Politiker und auch als Volljurist versichern. Das Gleiche ist die Rettung der Welt, die Rettung des Weltklimas von Deutschland aus. Deutschland soll das Weltklima retten. Ein vollkommen absurder Vorgang, wenn Sie sich überlegen, dass Deutschland 1% der Erdoberfläche, 1% der Erdbevölkerung hat. Wir leben auf 0,006% der Erdoberfläche und wir emittieren 2% des menschengemachten Anteils am CO2 und das sind insgesamt 4%. Also wir emittieren 2% von 4% des menschengemachten CO2. In dieser Umwelt. Und wenn wir morgen aufhören würden zu existieren, wenn wir morgen nicht mehr atmen würden, wenn wir 84 Millionen Menschen morgen nicht mehr leben würden, es würde am Klima nicht das Geringste ändern. Nicht das Geringste. Und deshalb kann man nicht ein Land damit überziehen, dass ich glaube, im Jahr 100 Milliarden Euro dafür ausgeben soll, umweltfreundliche Heizungen einzubauen, nicht mehr warm zu duschen, nur noch einen Grad Wurst am Tag zu essen. All das ist vollkommener Unsinn. Das Klima dieser Welt wird deshalb geschädigt, weil wir in dieser Welt inzwischen seit 8,4 Milliarden Menschen haben, weil all diese Menschen, die jetzt in Afrika geboren werden und die UN sagt, die Bevölkerung Afrikas wird sich in den nächsten 34 Jahren verdoppeln, um 1,5 Milliarden weitere Menschen, weil all diese Menschen leben wollen, essen wollen, defekieren müssen, weil sie Heizungen brauchen, Wasser brauchen, weil sie Fahrräder wollen, Kühlschränke und Fernseher. Und deshalb wird diese Welt nie wieder so werden, wie sie vorindustriell einmal war. Und Deutschland hat die Aufgabe, dieser Welt zu helfen, indem wir mit unseren Technologien vorangehen, indem wir Ergebnisse auf die Forschung betreiben, indem wir dafür Sorge tragen, dass andere Länder wie China die Umwelt nicht weiter verschmutzen muss. Das sind unsere Aufgaben. Aber wenn wir morgen aufhören würden zu existieren, ändert es am Weltklima genau 0,0. Und deshalb ist es ein vollkommener Unsinn, wenn wir jetzt wieder die Opfer für alle bringen sollen, die am Schluss dann aber nicht einmal etwas bringen, liebe Freunde. Die gute Nachricht, liebe Freunde, ist, die Menschen wachen auf. Die Menschen auch in Bayern wachen auf. Und wenn ihr die Umfragewerte seht,
die Umfragewerte, wie sie momentan bezüglich der Wahlen am 8. Oktober prognostiziert werden, dann kann ich euch nur sagen, ja, die AfD ist damals 2018 erstmals mit 10,2% in den Landtag eingezogen. Aber diesmal werden wir an die 15% bekommen. Und es wird immer so weitergehen. Und solange die anderen Parteien die AfD in dieser Art und Weise bashen und unterdrücken, solange man uns den uns zustehenden Vizepräsidenten nicht gibt, solange wir keinen Vertreter an die parlamentarische Kontrollgruppe entsenden dürfen, die die Geheimdienste kontrolliert, so lange werden die Menschen immer mehr aufwachen. Und die Menschen in Bayern wachen auf. Die Menschen in Bayern wachen auf. Und wir werden das am 8. Oktober sehen. Wir werden die AfD in unbekannten Ausmaße wählen. Und es wird so weitergehen. Weil das, wenn die Menschen das sehen, eine Horde von Leuten, die nie gearbeitet haben, die nie Steuern gezahlt haben, die aber für offene Grenzen sind, das wollen die Menschen in diesem Land sich nicht länger bieten lassen. So einfach ist das. Ihr seid nicht diejenigen, die was Gutes für unser Land tun. Das sind schon wir. Denn wir sind nicht nur Recht, sondern wir haben Recht. So einfach ist das. Und das dumme Geschwätz, was ich vorhin gehört habe von mir, rechtsradikal und nationalistisch. Ihr kennt den Unterschied zwischen rechtsradikal und rechts nicht. Und ihr kennt den Unterschied zwischen nationalistisch und national nicht. Ja, wir sind national, das ist auch gut so. Jeder Politiker hat die Verpflichtung, sich um sein Volk zu kümmern. Aber nationalistisch, das ist ein vollkommen überzogener Begriff. Ein Begriff, den wir niemals gebrauchen und so wollen wir auch gar nicht leben. Die Ampel sorgt in Berlin momentan mit dem neuen Einbürgerungsrecht dafür, dass allein im kommenden Jahr 2,5 Millionen Menschen Deutsche werden können. Und zwar einfach und allein aufgrund von Zeitablauf, weil sie dann 5 Jahre im Land sind. Und sie dürfen ihre alte Staatsbürgerschaft dann behalten und sie werden dann Deutsche. Warum werden sie Deutsche? Warum wollen sie Deutsche werden? Weil sie unser Land so lieben, weil sie unsere Kultur so lieben oder vielleicht doch mal, weil wir das dichteste und engst genähte soziale Netz auf dieser Welt haben. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Deshalb heißen wir auch nicht Germany, sondern Germany. Ja? Es geht ums Geld. Deutschland ist das Land, was die weichste Hängematte für Migranten hat, weshalb Leute in unser Land kommen, die schon in anderen Ländern längst Asylanträge gestellt haben und auch deren Asylanträge angenommen worden sind. Und trotzdem kommen sie als sogenannte Sekundärmigranten zu uns nach Deutschland. Also durch das neue Einbürgerungsrecht werden Fakten geschaffen von der Ampel, die eine neue Nachfolgeregierung, die demokratisch gewählt ins Amt kommt, 2025 in Berlin, nicht wieder rückgängig machen kann. Und so arbeitet die Ampel jeden Tag daran, dieses Land härter an die Wand zu fahren und Fakten zu schaffen, die nicht rückgängig machbar sind. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel der Ausstieg aus der Kernkraft. Der Ausstieg aus der Kernkraft ist eine politische Entscheidung. Die muss man akzeptieren, die muss man so hinnehmen. Aber wenn jetzt Umweltministerin Schröckel-Lenke die letzten Kernkraftwerke mit Säure unwiederbringbar zerstören will und zerstören wird, dann bedeutet es, dass sie einer demokratisch gewählten Nachfolgeregierung im Jahr 2025 die Chance nimmt, eventuell die Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, wenn denn dann endlich auch in Berlin angekommen ist, dass wir Energie aus allen Energieträgern brauchen. Wir brauchen Öl, wir brauchen Gas, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Energie aus Erneuerbaren, aus Windkraft, aus Solar. Wir brauchen die Kernkraft, wir brauchen die Wasserkraft, wir brauchen die Bioverkehr. Aber in der größten Energiekrise unseres Landes, die letzten 3 Kernkraftwerke abzuschalten, das ist pervers, das ist absurd, das ist einfach krank, das macht kein anderes Land auf dieser Welt mit. Wir haben am 15.04. diesen Jahres die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet und am 16.04. haben wir Atomstrom aus Frankreich importiert.
Wir haben Atomstrom aus Frankreich importiert, einen Tag, nachdem wir unsere Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Wie krank ist das? Welche Regierung, welchem Land würde so etwas seinen Leuten antun? Wir haben den höchsten Strompreis auf dieser Welt. Die Amerikaner werben uns gerade die energieintensive Industrie ab mit einem Zehntel des Strompreises, den man hier in Deutschland bezahlen muss. Das ist einfach krank. Und ich kann nur sagen, ich bin ein gewählter bayerischer Politiker. Ich bin ein Politiker, der sich für die Interessen der Bürger in Bayern einzusetzen hat, der sich für die Interessen der Menschen einsetzt, die schon länger hier leben. Und wenn es uns hier gut geht, dann können wir dem Rest der Welt auch helfen. So einfach ist das. Und was ihr hier wollt, die ihr nie gearbeitet habt und ihr nie Steuern gezahlt habt, ihr wollt, dass alle Grenzen geöffnet werden und jeder in dieses Land kommen kann. Ihr würdet anders denken, wenn ihr schon mal gearbeitet hättet und schon mal Steuern gezahlt hättet. Davon bin ich nicht überzeugt. Und dann nehme ich noch einen letzten Punkt. Die Ukraine-Konflikt. Nehme ich noch einen Punkt, der ganz wichtig ist. Deutschland war immer ein diplomatisches Land. Wir haben immer unsere Diplomatie stark gemacht. Wir waren immer ein fairer Makler zwischen den Blöcken, ein fairer Mittler zwischen den Religionen, zwischen den Staaten. Und jetzt sind wir eine Kriegspartei geworden. Wir sind eine einseitige Kriegspartei geworden. Wir liefern schwere Waffen in ein Kriegsgebiet. Statt dass wir Diplomaten schicken, schicken wir Waffen. Wie kann ein Land eine Mittelmacht, wie kann ein Land mit unserer Vergangenheit Waffen in Kriegsgebiete liefern? Das ist krank, das ist nicht in Ordnung und das darf so nicht weitergehen. Und deshalb, liebe Freunde, auch ihr von der Antifa, ihr werdet sehen, immer mehr Menschen denken um, immer mehr Menschen sagen, die AfD hat vielleicht nicht in allem recht, aber sie hat auch sicherlich in vielem recht. Und sie hat mit vielem, was sie produziert hat, recht gehabt. Und was die Ampel, was Kanzler Scholz, der am Marienplatz steht, tut, mit seinem Land, was ihn gewählt hat, das geht auf reine Kuhhaut und das können wir so nicht akzeptieren. Dieses Land hat ein Recht, in Frieden zu leben. Dieses Land hat ein Recht, bezahlbare Energie zu haben. In diesem Land haben Menschen. München, hast die AfD! Ganz München, hast die AfD! Ganz München, hast die AfD! Ganz München, hast die AfD! Bezahlbaren Wohnraum okkupieren. Das ist inakzeptabel. Und das werden wir uns auch nicht gefallen lassen. Und immer mehr Menschen werden den Mut aufbringen, die AfD zu wählen. Und zwar so lange, bis die Politiker der anderen Parteien endlich ihren Amtseid wieder ernst nehmen und sich im Grundverstand in die Interesse der Bürger dieses Landes verlieren und nicht jeden Tag gegen die Bürger dieses Landes positionieren. So. Hey, fuck off mit deinem scheiß fucking Handy, du Wichser. Also nur Beleidigungen. Was haben Sie zu mir gesagt? Was? Sie beleidigen nur. Diese Politik schadet den Bürgern, die Macht und alle arm. Sie wird sehr viele Menschen arbeitslos machen und sie ruiniert Deutschland immer mehr. Es ist beschämend, in welcher intellektuellen Dürftigkeit manche Leute glauben, einfach Nazi schreien zu können und dann schweigen die, die anderer Meinung sind. Das ist nicht so. Die Menschen, die wir von der AfD, die ihre Meinungsfreiheit nutzen, um auf die Fehler der Regierung hinzuweisen, werden immer mehr. Wir von der AfD finden immer mehr Anklang. Und das hat einen dass wir keine Politik machen, dass wir
nicht sagen, ach, wir sind die Guten und deshalb ruinieren wir das Land, sondern wir sagen, was unser Land braucht, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Das wollen die Menschen gerne wissen, was passieren wird, damit Deutschland eine gute Zukunft hat. So, liebe Leute, das wird natürlich hier alles niedergebrüllt und niedergebasht. Aber das ist ja auf der anderen Seite auch so, gell, wenn ein Scholz spricht. Wir gehen mal zu Scholz jetzt. So, jetzt, jetzt haben wir spät. Jetzt hat uns die AfD, haben wir jetzt so aufgehalten, die ganzen Scharmützler, also die Antifa ist schuld, die haben uns so aufgehalten, dass jetzt unseren Kanzler Scholz nicht mehr filmen konnte. Da ist schon heimgegangen. Also hier, Bühne ist schon zu. Leider, das hat jetzt nicht geklappt. Aber vielleicht das nächste Mal, gell?